Hallihallo und willkommen zurück zu Outlaws of the Old West. So. Wir farmen weiter Holz für die Bretter. Und dann hole ich gleich noch das Eisen, was da noch vor der Hütte ist. Oh, da kommt wieder so ein krasses Gewitter. Das sieht so geil aus hier in dem Spiel. Aber ganz ehrlich, das sieht so schön aus. Die Atmosphäre ist allgemein extrem gut hier. So, haben wir erstmal ein bisschen was gefarmt und dann holen wir jetzt noch fix Salz, Metall und Kohle ab. Und dann ist mir die Idee gekommen. Auf der anderen Seite von der ehemaligen Werkstatt, die jetzt ein Stall werden wird, ist die Stufe ja relativ niedrig. Und da möchte ich ja sowieso einen Eingang machen. Die Frage ist, komme ich da mit der Werkbank hoch? Weil wenn das funktioniert, dass ich von der Seite mit den Werkbänken hochkomme, dann wird es doch wieder die Werkstatt werden. Mal schauen. Das probieren wir gleich mal aus. So. Den noch und dann machen wir gleich mal ein paar Eisenbarren wieder. Ist natürlich gut, dass ich jetzt kein Dach mehr habe. Lustig wäre auch jetzt direkt vom Blitz getroffen zu werden. Mega gut. Und dann direkt tot. Wunder wird mich hier gar nichts mehr. So, dann machen wir hier komplett und dann entzünden. So. Genau, lasst uns mal ganz kurz das checken. Im Moment, den nehme ich auch noch mit. So, und die Bretter werde ich auch noch ab, bevor wir das hier gleich testen werden. Boah, ich ärgere mich gerade dermaßen. Oder habe ich das schon mal versucht, mit dem wieder zurückbringen? So, wir machen ein paar Bretter. Reiße ich hier die Seite mal ein. Und das ist ja wirklich fast ebenerdig, ne? Also theoretisch, also ich hoffe zumindest, dass es so ist. Theoretisch müsste ich doch hier mit so einem Schrank rüberkommen. Oder was? Das wäre natürlich super klasse. Oh, jetzt komm schon. Ernsthaft. Ich müsste irgendwie ebenerdig hier reinkommen. Du machst mich fertig. Was war das jetzt hier für ein... War das der Hammer? Der war das, ne? So, da brauchen wir... Jetzt ist das doch ebenerdig, oder was? Stell dich doch nicht so an. Ich komme hier nicht durch. Warum? Kann das sein? Nee, also liebe Entwickler, mal ganz ehrlich, das ist unlogisch. Das heißt, alles, was ich baue und dann rausschleppe aus meinem Haus, kriege ich hier nicht mehr zurück. Kriege ich hier einfach nicht mehr rein.
Was für ein Mist. Aha. Na gut, dann können wir dich ja wieder zurückschleppen. Es war ein Versuch wert, aber verstehen tue ich es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das getestet habt, wie das bei euch war. Habt ihr eure Werkbänke hin und her tragen können? Gibt es hier irgendwie einen Trick, dass ich die wieder ins Inventar kriege? Was mache ich verkehrt? Sagt es mir. Ich weiß es nämlich nicht. Das heißt, mein Problem ist jetzt tatsächlich... Es ist scheißegal, ob ich jetzt hier unten noch ein zweites Haus hinbaue. Ich kann da oben die Werkstatt bauen. Das Pferdchen kommt wieder runter. So wie geplant mache ich da oben die Werkstatt, weil ich muss die Werkbänke sowieso alle komplett nochmal neu bauen. Düdüm. So sieht es aus. Ja, toll. Läuft. So, habe ich jetzt hier alle? Ja, habe ich. Okay. Das ist ja hervorragend. So, hier machen wir wieder zwei Dinger mit Fenster. Hier kommt eine normale Wand rein. Was? Was fehlt? Beides? Hab ich denn noch? Nee, Barren habe ich noch ohne Ende. Okay. Dann muss hier... Was ist denn das hier nochmal gewesen? Ach, da ist ja die Werkbank. Nee, die ganz ist das. Alles klar. Die eine ist auf jeden Fall flöten gegangen, aber ist jetzt auch egal, weil das Ding muss auch da oben hin. Das möchte ich nicht in der Bude haben. Das heißt, den ganzen Quatsch darf ich dann nochmal neu bauen. Super. Und das Ding will ich eigentlich auch nicht hier drin haben. Das sieht ja nicht schön aus. Ding dann wenigstens hoch. Lass mal schauen. Ich trau mich nicht hier runter, ne? Boah, mich ärgert das. Nun ja. So, dann machen wir mal noch eine Wand. Achso, wir haben schon wieder keine Bretter. Fenster. Hier eine normale Wand. Auch. Hier wieder zwei Fenster. Das dauert zu lange. Die Sägemühle muss auch da hoch. Also gut. Bin ich gerade am überlegen, ne? Wenn ich jetzt hier schon so ein fettes Ding baue oder so ein Häuschen, dann möchte ich auch eine Treppe haben und noch ein Stockwerk nach oben. Dann möchte ich noch ein Stockwerk nach oben und das gleich richtig machen und nicht nur so ein halbes Teil. Unten ist dann der Wohnraum mit so ein paar Arbeitsutensilien, wie da diese
dieses Nähteil und so und hier dieses andere Ding, das passt auch sehr gut hier rein, der Kamin, und oben kommt dann so ein Schlafzimmer mit Ressourcen, obwohl unten sind Ressourcen wahrscheinlich besser. Mal gucken. Es wird aber auch wieder spannend, ob ich denn die Dinger, die Treppe hier drin dann wenigstens hochgetragen kriege. Mann, Mann, Mann. Achso, wenn ich das Teil nicht abstelle, passiert ja nichts, ne? Ha. Ich kriege die Kiste noch nicht mal hier raus, okay. Interessant. Oh, ich hoffe, die fixen das. Ich habe da keinen Bock drauf, ne? Das gefällt mir überhaupt nicht. So, gib mir Bretter. So, jetzt brauche ich wieder hier so eine klassischen Dinge. Achso, jetzt habe ich keine Utensilien mehr. Okay. Die Frage ist jetzt, wo würde ich die Treppe hinbauen? Das ist wie so ein Puzzlespiel, mal ehrlich. Nee, warte. Das Bett muss weg. So, okay. Und dann könnte ich doch theoretisch, wenn man denn hier so eine Ceiling hinmacht, kommt hier eine Treppe hoch. Oder in der Ecke. Ich weiß es gerade nicht. Den kriege ich hier auch nicht raus. Okay. Gut. Und du? Weiß ich noch nicht. Dich stelle ich mal hier einfach hin. So. Also, wenn ich jetzt hier, also theoretisch, könnte ich ja dann hier nach oben gehen. Dann machen wir hier nämlich so eine Ceiling hin. Eine wunderschöne behandelte. Ich weiß gerade nicht so, oder? Oder so. So, ne? Genau, dann würde ich hier. Wie sieht das denn aus, Scheiße? Warte. Ja, es macht keinen Unterschied. Gibt's das auch in schön?
Naja, was soll's. Dann mache ich hier so eine Treppe noch rein. Dann komme ich in das andere Stockwerk. Das ist auch schön. Dann machen wir hier eine Treppe. So. Die aber farblich jetzt irgendwie gar nicht passt. Ach. Nee. Nee, 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 nee. Wieso kann ich denn jetzt nicht den anderen Boden haben? Wie sieht das denn aus? Gar nicht schön. Okay, dann machen wir das wieder weg. Zack. Und dann nehmen wir doch die helle. Aber schön ist was anderes, ne? Ich weiß ja nicht. Mal kurz gucken, ob wir hier auch wirklich... ob wir hier auch wirklich reinpassen, aber das sollte so okay sein. Ja. Was? So. Gut, dann machen wir da auch eine klassische Wand hin. Das alles andere macht ja keinen Sinn. So, dann kommt hier nochmal ein Fenster. Und wir haben kein Zeug mehr. Und wir müssen sofort wieder Holz holen. Wie soll es auch anders sein? So, hier noch ein Fenster. Hier eine klassische Wand. Klassische Wand. Und nix. Okay. Ich will Holz. So, ich finde es sehr schade, dass die Ceilings nicht aussehen wie das hier. Das muss ich wirklich so sagen. Aber was soll's, nicht wahr? So, ich hol mal Fixholz. Jetzt ist das natürlich nicht nachgespawnt. Und die Axt ist auch gleich kaputt. Ich glaube, eine habe ich noch bei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das so? Gucken. Ja. Hunger habe ich. Mensch. Gleich mal was Leckeres essen. Dann können wir uns ja den ganzen Kram sparen. Und machen dann doch da oben die Werkstatt hin. Und bauen halt die Werkbänke neu. Was soll's? Dann reiße ich den ganzen Quatsch ab. Alles, was da hoch muss, muss ich neu bauen. Dann haben wir den Terz auch nicht. Und das Pferdchen kommt wieder raus. Wird wieder rausgepackt. Es sei denn... euch fällt noch total was Gutes dazu ein. Dann bin ich auch ganz Ohr. Die Aufnahmesession beinhaltet ja auch nur 3 Folgen. Das heißt, wenn ihr die 3 Folgen jetzt gesehen habt, also heute ist die 3. Folge, danach beginnt dann eine neue Aufnahmesession und ich kann all das, was ihr mir mitgeteilt habt, umsetzen. Mal schauen. Könnt mir mitteilen, wie dusselig ich schon wieder war, wegen des Fleisches und so. Nun ja, wie sieht das eigentlich von außen aus? Mal gucken. Weiß. Ein weißes Häuschen. Och ja. Gibt Schlimmeres, oder?
So, dann wollen wir mal. Zack, so wenig nur. Gut. Ja, dann glaube ich, gehe ich aber noch mal eine Runde, oder? Wo haben wir denn noch ein paar Bäume? Ich laufe zu Fuß, bevor ich, bis ich das Pferd geholt habe. Ist auch Weihnachten, ehrlich. Das steht aber eigentlich relativ gut dort, ne? Egal, da machen wir noch einen schönen Eingang rein. Dass wir von der Seite auf jeden Fall auch überall reinkommen. Und dann kommt da die Werkstatt hin und Schränke mit Ressourcen. Ja, bitte. Du hast Durst. Sie fängt immer an, sich zu räuspern, wenn sie Durst hat. Das finde ich sehr süß. Ja, ist ja gut. So, hier noch ein bisschen. Dann müssen wir zeitnah mal gucken, dass wir auch an Geld kommen. Ne? Also ohne Gold kommen wir ja hier gar nicht weiter. Der laufende Typ will ja scheinbar von mir nichts kaufen. Was ich sehr schade finde. Lauf. Wieso kriege ich gerade so eine Panik? Aber ich habe von Haus aus schon so ein leichtes Angstthema, was Hunde und Co. betrifft. Obwohl ich sie süß finde und ganz toll und alles. Ja. Wo ist er? Aber der sah schön aus, ne? So schwarz. Aber der hat gerade seine Kumpels gerufen. Das finde ich nicht so nett. Mensch, schönes Häuschen. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen mehr von den Brettern. Zack, das sieht doch schon besser aus. Hier rein damit. Und dann bauen wir hier mal das Ding einmal zu. Hier machen wir eine Tür hin. Eine behandelte Tür. Ist der Briefkasten jetzt im Weg oder was ist dein Problem? Ja, lass mich raten. So. Okay, dann machen wir nochmal zwei Fenster. Und noch so eine Wand und eine Tür. Tür? Ach hier. Oh, da brauchen wir Glas. Oha. Vier Glas für eine Tür, okay. Eisenerz. Oh nein. Ich hatte doch da oben irgendwo Eisenerz gesehen, ne? Moment, haben wir das alles schon verbraten? Stopp. Ja, haben wir. Okay. Achso, du möchtest was essen. Warte. Fertig. Wenn ich das Ding nicht anmache, hält sich das denn hier trotzdem? Wir probieren das aus. Eisenerz. Wo haben wir Eisenerz? Wir brauchen Glas, damit wir die Tür reinbauen können.
Hier ist schon mal gar nichts. Doch da vorne war doch immer irgendwas. Bin mir ziemlich sicher, dass da was war. Ich meine, jetzt mit dem Pferd zu reiten, wäre vielleicht echt eine gute Idee gewesen. Das ist so weit weg. Ich hole mal mein Pferd. Da war auf jeden Fall, da hinten war auf jeden Fall Eisenerz und Wölfe. Ich will meine Munition nicht unbedingt verballern für sowas. Aber gut. Hilft ja nicht. So, komm. Pferdchen. Ferdinand, wir müssen Eisenerz organisieren. Ich glaube, hier hinten war irgendwo was. Unter Umständen. Oder? Ich frage mich ernsthaft, was mein Pferdchen so futtert. Denn was zu essen habe ich ihm noch gar nicht gegeben. So, hier ist was. Das ist gut. Ja. Ich denke, so eine Erkundungstour wäre wirklich auch mal eine Idee. Wir haben ja eine Karte. Es ist ja nicht so wie in anderen Games, wo man völlig planlos in der Gegend rumläuft. Hier ist noch Eisen. Den nehmen wir noch mit. Da vorne sind Wölfe. Ein ganzes Rudel. Und tschüss. Hier ist Eisen. Und da. Na, ist ein bisschen schwerfällig. So, Fett. Oh, war das Baumwolle? Nee. Nein, nein. Da ist auch noch Eisen. Das müssen wir mitnehmen. Wenn wir schon hier sind. Nun mach schon. Ist ein bisschen träge. So, und ab nach Hause. Wo war das? Da hinten. Hier! Sicher, dass das da hinten war? Ja, ne, da unten. Aber... das hier muss ich mitnehmen. Ich werde dann in Zukunft wohl auch lieber Eisenbarren nach Bedarf produzieren, weil dann kommt es immer wieder vor, dass man Eisenerz benötigt. Und dann hast du keins, weil alles in Barren verarbeitet wurde. Ist ein bisschen blöd. Schnucki, nach Hause.
hier, hier. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach so, eine Tür. Dafür brauche ich 4x Glas. Sage und schreibe 4x Glas. Ich meine, er spricht da jetzt auch nichts dagegen, dass das Pferdchen... hier stehen bleibt, oder? Also in der Werkstatt erstmal. Wir haben ja nur ein Pferd, also... Da spricht doch gar nichts dagegen. So. Überlastet kann ich sprinten. Das habe ich auch noch nicht gelesen hier. Okay. Ich brauche jetzt diese Dinger hier. 4 Stück. Und dann kann ich Glas machen. Und die Folge ist schon wieder ausgelaufen. Nein, komm, wir schmeißen noch schnell das Glas an. Wenigstens das. Ich glaube, ich muss die Frequenz mal ändern von dem Spiel hier. Anmachen. Gucken, wie schnell das geht. Und dann können wir ja eine Tür bauen. Das würde ich jetzt echt ganz gerne noch machen, ne? Was brauchen wir nochmal dafür? Eisenbarren und Bretter. Ja, kein Problem. Wenigstens die Tür einmal reinmachen, damit wir hier geschützt stehen. Als ob wir jetzt auf einem Server wären. Aber egal. Ich meine, so ein Outlaw-Server, das wäre ja auch mal cool. Also jetzt nicht auf so einem offiziellen, aber so ein Server mit auserwählten Leuten, das wäre schon eine Nummer. Oh, schön viel Eisenerz, ne? Nicht schlecht. So, haben wir. Löschen. So, wenigstens die Tür. Sehr schön. Und... Oh Gott. Für ein Fenster brauchen wir 4 Glas. Noch mehr davon. Wie viele Fenster haben wir? Warte ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist so, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt 7 mal 4. Wir brauchen 28 von den Glasdingern. Ernsthaft? Warte. 28. Enter. Geht das? Kann er das? Ja, kann er. Ja, Träumchen. Wo kriegen wir nochmal Sand her? Sand machen wir doch aus Stein, ne? Oh Gott, die Folge ist vorbei. Warte, warte, warte. Sand. Ja, das ist kein Problem. Sand brauchen wir eh für Glas. Okay, gut. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Und ich bin echt total gespannt auf eure Kommentare und eure ganzen Tipps und Kniffe. Vielleicht gibt es doch noch eine andere Variante, um an Gold zu kommen. Vielleicht habe ich auch schon wieder irgendwas gelesen und oder überlesen. Oder ich habe es gelesen und schon wieder vergessen. Das mag auch gut sein. Aber vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit. Ansonsten muss ich mich auf den Weg machen. Das heißt, noch ein bisschen Munition sammeln. Aufs Pferdchen und ab die Post. Dann geht's los. Irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn es hier viel weniger Tiere gibt als vorher. Aber naja. Gut. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.